Okay, good morning, brothers and sisters. Guten Morgen, Geschwister. Shall we begin with a word of prayer? Lass uns mit einem stillen Gebet beginnen. Amen. Amen. Okay, this morning, what we're going to look at is the... We're going to look at and see how these four insects that we've been looking at are basically perfectly fulfilled here at midnight. Heute Morgen wollen wir uns anschauen, wie diese vier Insekten, die wir uns in Joel schon angeschaut haben, perfekt alle ihre Erfüllung hier am Ende finden. Okay, we've been shown that these four insects historically represented by Assyria and Babylon. Wir haben gezeigt, wie historisch diese vier Insekten ihre Erfüllung gefunden haben in Assyrien und Babylon. We're also a parallel to these four abominations found in Ezekiel chapter 8. Und wie das auch eine Parallele war zu den vier Gräueln in Ezekiel 8. Okay, and they represent these four kings, Manasseh, Jehoiakim, Jehoiachin, leading down to Zedekiah, the last king. Und es repräsentiert auch die vier Könige Manasse und dann die letzten drei Joachim, Joachim und Zedekiah. And the reason why we have a reform line is to give us waymarks so that we can know where we are in history, showing us how close we are getting to midnight. Und der ganze Sinn und Zweck einer Reformlinie ist, uns Wegmarken zu geben, so dass wir wissen können, wo wir stehen. Und wie nah wir diesem letzten Schritt sind. Okay, but when we get to this point, all things written will be fulfilled. Und wenn man dann zu diesem Punkt kommt, werden alle Dinge, die geschrieben stehen, sich erfüllen. Okay, so this is where Satan comes down and it's his last chance. It's where he's got this last great deception to deceive as many people as possible. Das ist dann, wenn Satan herabkommt und wo es jetzt seine letzte Chance ist, durch seine Täuschungen so viele wie möglich zu verführen. But our God is good that he gives us warnings and he teaches us what's about to come before it comes to pass. Aber Gott ist gut, er gibt uns Warnungen und er lehrt uns im Voraus über das, was kommt. So that we can make the necessary preparations. So dass wir die nötigen Vorbereitungen treffen können. Now, I just want to quickly talk about this statue right here represented on the 1843 and 1850 charts. Und jetzt möchte ich kurz über dieses Standbild hier sprechen, das wir auf der 1843er und auf der 1850er Karte sehen können. Now we understand that first comes the natural followed by the spiritual. Wir verstehen, dass zuerst das Buchstäbliche kommt und dann das Geistliche. Now, when you understand this history, this statue here in Daniel chapter 2 is represented by four kingdoms. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann ist dieses Standbild aus Daniel Kapitel 2 dargestellt, oder es stellt vier Königreiche dar. Okay, and but we know as we progress into Daniel 7 and then Daniel 8, that actually there's five kingdoms there. Aber wenn man sich dieselbe Geschichte dann genauer anguckt, wenn sie in Kapitel 7 von Daniel und 8 wiederholt wird, dass da tatsächlich fünf Königreiche sind. But specifically in Daniel 2 and Daniel 7, although you can see five, it only marks four kingdoms. Aber in Daniel 2 und Daniel 7, besonders in diesen zwei Kapiteln,
Obwohl man auch fünf erkennen kann, sagt es dort ganz spezifisch, dass es vier sind. Okay. And those four kingdoms are Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. Jetzt die vier Königreiche sind Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. And Rome is this kingdom that's diverse from all the other kingdoms because it's really made up of two kingdoms. Aber Rom ist jetzt dieses Reich, was verschieden ist von allen anderen, denn es besteht tatsächlich aus zwei Reichen. Okay. So and in Revelation 17 it brings us down to this point where John is standing in 1798 and he's told that five have fallen. Und dann kommt man zu dieser Aussage in Offenbarung 17, wo Johannes steht im Jahr 1798 prophetisch und ihm dort gesagt wird, dass jetzt fünf Könige gefallen sind. Okay, and we know that many ways that we can show that, but on the chart the pioneers marked the feet and toes right here as the former pagan Roman Empire. This is when it was broken into these 10 parts. Und man kann das auch sehen auf der Karte, wie die Pioniere das erklärt haben, nämlich dass hier die Füße und Zehen, das ist das ehemalige römische Imperium, das jetzt in diese 10 Stämme oder Nationen aufgesplittert ist. Okay, so when you get to the end of the 1260, you come to 1798. That's the end of that period. Also wenn man dann zum Jahr 1798 kommt, das ist das Ende der 1260 Jahre und das ist sozusagen das Ende dieser Statue, das Ende der Füße. So the Lord gives us the natural and the natural is demonstrating the spiritual. Also der Herr gibt uns diese ganze buchstäbliche Statue, dieses Standbild und das alles stellt jetzt für uns nochmal eine geistliche Bedeutung dar. Okay. Now at the end of the world, Rome is made up of three parts. Am Ende der Welt ist Rome or modern Babylon. Ja, das moderne Rom besteht am Ende der Welt aus drei Teilen. Okay, and it's the dragon, the beast and the false prophet. Nämlich der Drache, das Tier und der falsche Prophet. So, how many kingdoms are marked in Bible prophecy for us to understand? Jetzt, wie viele Königreiche sind für uns in der Bibel insgesamt markiert? Bis zum Ende der Welt. Ten. Bis zum Ende der Welt? No, and eight. There's eight kingdoms acht. Of Bible prophecy, right? Es gibt acht Königreiche der biblischen Prophetie. Five are fallen. Es heißt in Offenbarung 17, fünf sind gefallen und das, dieser Spruch kommt im Jahr 1798. And in 1798, one is. Und dann heißt es, und einer ist da im Jahr 1798. Which one is in 1798? Welcher kommt, oder welcher ist dann da im Jahr 1798? USA. The USA, right? Ja, die Vereinigten Staaten von Amerika. Is the one is? Das ist der, der dann da ist. Is it there still? Ist es immer noch da? Yeah, the one is. When we are the people at the end of the world that's understanding the book of Revelation 17. Ja, wir sind das Volk am Ende der Welt, die Offenbarung 17 verstehen und wir sehen den, der da ist und das ist Amerika. America. He's the false prophet, right? Das ist der falsche Prophet. And the other is not yet come. Und dann heißt es, und einer ist noch nicht gekommen. What comes after the United States? Das heißt, da kommt noch einer nach den Vereinigten Staaten. Und wer ist das? The United Nations, or the Ten Kings, right? Ja, das sind die, dort als die zehn Könige bezeichnet werden, was die Vereinten Nationen sind, also alle Könige der Welt. And the eighth, which is one of the seven, which one's that? Und dann heißt es, und der achte ist einer von den sieben. Und welcher ist das, der nochmal aufkommt von den sieben? The papacy, because it got a deadly wound in 1798, right? Das ist das Papsttum, denn das Papsttum war ja schon mal da und hatte diese tödliche Wunde im Jahr 1798 bekommen. So, from this point forward, it's all about how that deadly wound is going to be healed.
Und von 1798 vorwärts geht es praktisch nur noch darum, wie diese tödliche Wunde geheilt wird. Okay, I see that we need to do some studies on this. There was a lot of blank faces there. Ich sehe, dass wir einige Studien darüber machen. Da waren einige nichtssagende Gesichter. Okay, so basically this statue right here, and this is just a very simple illustration, represents modern Babylon at the end of the world. Also diese vereinfachte Darstellung dieses Standbilds ist auch eine Darstellung des modernen Babylons am Ende der Welt. Okay, and it's no accident that there's four kingdoms. Und es ist jetzt kein Zufall, dass es da vier Königreiche gibt. Okay, and that's what we're going to look at this morning. Und das wollen wir uns heute Morgen anschauen. So go to Joel chapter 1. Also gehen wir zu Joel Kapitel 1. And we're going to read verses 1 to 6. Und wir lesen Verse 1 bis 6. Joel Kapitel 1, Verse 1 bis 6. Das Wort des Herrn, das an Joel, den Sohn Petuels, erging. Hört das, ihr Ältesten, und achtet darauf, alle Bewohner des Landes. Ist so etwas jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Erzählt davon euren Kindern und eure Kinder euren und eure Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem künftigen Geschlecht. Was der Nager übrig ließ, das hat die Heuschrecke gefressen. Und was die Heuschrecke übrig ließ, das hat der Fresser verzehrt. Und was der Fresser verschonte, das hat der Verwüster aufgefressen. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und jammert, ihr Weintrinker alle, wegen des Mosts, weil er euch vom Mund weggenommen ist. Denn ein Volk hat mein Land überzogen, das ist mächtig und ohne Zahl. Es hat Zähne wie Löwenzähne und ein Gebiss wie eine Löwin. So, which parable is Adventism's parable? Welches Gleichnis ist das Gleichnis des Adventismus? The 10 virgins, right? Genau, der 10 Jungfrauen. And I spent a lot of time the other day going through and laying out the application of the 10 virgins on our line at the end of the world. Und in meiner Präsentation habe ich ja schon gezeigt, wie das Gleichnis der 10 Jungfrauen ausgelegt wird für uns am Ende der Welt auf der Linie. So, at which point in that parable do we wake up? An welchem Punkt in diesem Gleichnis wachen wir auf? When the cry goes. Okay, and which point is that? Okay, und an welchem Punkt ist das? An Mitternacht. Midnight, right? So, what does it tell you there? What does it tell you to do there in verse 5? Und was sagt es uns hier in Vers 5? To wake up. Aufzuwachen. Why are we told to wake up right here? Warum wird uns hier gesagt aufzuwachen? Because we are drunk on Babylonian doctrine, right? Weil wir betrunken sind mit babylonischen Lehren. Okay? So, and it's telling us in verse 6, what's happening in verse 6? Und was geschieht dann in Vers 6? Come on, brothers and sisters, you got your Bibles right there. It tells us what's happening in verse 6. Also, kommt schon, ihr habt eure Bibeln. Was sagt es uns in Vers 6? Es kommt das mächtige Volk. Okay, and who is this nation that's coming upon us at midnight? Okay, wer ist diese Nation, die über uns kommt an Mitternacht? Okay, Sister Olivia said the papacy, right? Schwester Viola hat gesagt. I said Viola. Das Papsttum. Forgive me, sister. is she correct? Hat sie damit recht? Is she correct? Hat sie recht, das Papsttum? Wird ja verglichen mit dem Löwen. Und das war ja damals Assyrien und Babylon. Und das Papsttum ist ja heute Babylon. Really? Okay, well, we're going to look at that, right? So she said this was Babylon and today Babylon is the place. Okay, wir werden uns das anschauen. Okay, there's three kingdoms make up Babylon at the end of the world. Am Ende der Welt gibt es drei Mächte, die Babylon ausmachen. Okay, in Spalding Magan 1.4, it says the papacy has had her day, and now it's the time of her daughters to do the same thing. They're going to make an image to the beast. Also in Spalding and McGann schreibt Ellen White, dass das Papsttum
ihre Tage schon hinter sich hat. Und jetzt liegt es an den Protestanten, dasselbe Werk zu wiederholen, indem sie dem Papsttum ein Bild machen. What is the image of the beast? Was ist das Bild des Tieres? No. I'm not. Just you think about the words, right? The beast is the papacy, right? Also denkt einfach über die Worte nach. Das Tier ist das Papsttum. And if I take Thomas, right, say I'm going to make an image of Thomas. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Thomas nehme und sage, ich mache ein Bild von Thomas. Is the image that I make Thomas? Ist dann das Bild, was ich mache, Thomas? No, it's an image of Thomas. Nein, es ist nur ein Bild von Thomas. Right? So is the image of the beast the beast? Also ist das Bild des Tieres das Tier? No. Nein. It's an image being made by the daughters of what the papacy did. Nein, es ist ein Bild, das von den Töchtern gemacht wird. Und es ist ein Bild davon, was das Papsttum auch schon mal gemacht hat. It's the United States that's represented by Assyria and Babylon. Das heißt, es sind die Vereinigten Staaten, die jetzt dargestellt sind durch Assyrien und Babylon. Okay, it's the United States that's going to propel the papacy back onto the seat of the world. Es sind die Vereinigten Staaten, die das Papsttum wieder auf den Thron der Welt hieven werden. Who put the papacy on the throne historically? Wer hat in der Geschichte damals das Papsttum auf den Thron gebracht? France, right? Genau, Franken. Clovis, right? König Chlodwig der Franken. Who does France represent at the end of the world? Und was für eine Nation stellt Frankreich am Ende der Welt dar? Oder worauf war Frankreich Speak ein Typus up, Rosie. Für uns? United States of America. Ja, Frankreich ist ein Typus für Amerika. Okay, on the... We may not understand this, but I know some people do. Also nicht alle verstehen das jetzt vielleicht. 21st of February, thank you. Am 21. Februar 1848. Okay, because it's midnight is marked by the number 21. Man kann zeigen, dass Mitternacht durch die Zahl 21 markiert ist. The French King Louis, which means Clovis. Dort gab es den französischen König Ludwig, der Name bedeutet dasselbe wie Chlodwig. Okay, makes a pact with the papacy. Dieser König hat hier einen Pakt geschlossen mit dem Papst. And it causes a civil war first of all in France and it spreads over the whole of Europe. Und das hat in Frankreich zuerst einen Bürgerkrieg ausgelöst und das hat sich dann ausgebreitet über ganz Europa. Okay. So there's many, many things that you can bring there to show us how the Pope is going to have his deadly wound healed. Es gibt viele Dinge, die man jetzt hier reinbringen kann, um zu zeigen, wie das aussehen wird, wenn die tödliche Wunde vom Papst heilt. You see, what's happening tomorrow is the Protestants are renouncing their faith. Und was praktisch morgen passiert, ist, dass die Protestanten ihren Glauben widerrufen. Okay, I give you a nice illustration. On Mount Carmel. Also lasst mich euch eine gute Darstellung davon geben. Und zwar fangen wir an mit dem Berg Carmel. Right? You have Ahab and the prophets of Baal. Dort finden wir die Geschichte von König Ahab und diesen Baals Propheten. Right? So you have the king, which represents the dragon. There's one horn. Der König ist die Staatsmacht. Er repräsentiert die Drachenmacht. And then you have the religious aspect. They represent the other horn. Und ist sozusagen ein Horn dargestellt durch eine Macht. Und die andere Macht in seinem Staat ist der religiöse Teil, die Baalspropheten. Okay, but right here, who's not in this scene? Who is Ahab married to? Und was man in dieser Szene praktisch nicht vordergründig sieht, sondern nur impliziert im Hintergrund, ist diejenige, mit der Ahab verheiratet ist. Wer ist das? Jezebel, right? Genau, Isabel. And according to the Bible, who's Jezebel?
Und prophetisch gesehen in der Bibel, wen stellt Isabel dar? The papacy. Genau. Isabel right? stellt das Papsttum dar. Okay, the 1260 years represented in Revelation chapter 3. Right? Ganz einfach, wenn ihr in Offenbarung 3 über Thyatira lest, das ist das Papsttum, da kommt Isabel vor. Okay, so you have another illustration of this. You have Herod. Und die gleiche Dynamik können wir in einer anderen Geschichte sehen. Dort ist der König jetzt Herodes. Yes. And you have, is it Solomon? Yeah. Who was Herod married to? Mit wem war Herodes verheiratet, der römische König in der Zeit von Christus? Herodias, right? Herodias. Okay, now it's exact same illustration. Es ist genau dieselbe Darstellung. In this illustration, right, is this a legal marriage between Jezebel and Ahab? Jetzt in unserer ersten Darstellung war die Ehe zwischen Ahab und Isabel eine legale Ehe nach jüdischem Recht. Was it a legal marriage? What does the Bible say? Was eine erlaubte Ehe? Was sagt die Bibel? When Ahab married Jezebel, the Lord said it was an evil thing that he'd done. Als Ahab Isabel geheiratet hat, hat der Herr gesagt, das war etwas Böses, was er getan hat. And he was 38 years old. He was 13 years old. And the number 38 we also mark at midnight, but that's another. Yeah, Oren is 38 here. I don't know. But, es war im 38. Jahr. He wasn't 38 years old, King. So. Als er 38 Jahre alt war. Fand diese Ehe statt und man kann auch zeigen, dass 38 hier markiert ist. Okay, so Herod and Herodias, was it a legal marriage? War die Ehe zwischen Herodes und Herodias eine erlaubte Ehe? Who was preaching against that? Wer hat dagegen gepredigt? John. Genau, Johannes der Täufer. Who was preaching against them? Wer hat gegen diese erste Ehe hier gepredigt? Elijah. Ja, Elia. Was John Elijah? War Johannes der Täufer Elia? Okay. Yeah. So, did they do a dance of deception? Haben die Baalspropheten dort diesen Tanz aufgeführt auf dem Berg Karmel? Did Salome do a dance of deception? Hat Salome vor Herodes diesen Tanz der Verführung aufgeführt? Did both these kings obey both these women? Haben beide diese Könige diesen beiden Frauen hier sozusagen gehorcht. Why am I saying women? Because they're both churches, they're religions. Warum sage ich Frauen? Weil es beides Religionen darstellt, was Frauen sind in der Bibel. So the women are telling the state what to do against Elijah and John that represents God's people at the end of the world. Das heißt, in beiden Fällen sehen wir, wie der religiöse Aspekt dem König sagt, was sie mit Elias oder Johannes tun soll, nämlich Gottes Volk am Ende der Welt. So, the daughters are the ones that's making the image to the beast. Also die Töchter sind diejenigen, die das Bild des Tieres machen. This one here is behind the scenes pulling the strings. Und diese hier sind hinter der Bühne und sie ziehen die Fäden. Right? Have to get this. Das müssen wir erkennen. Right? Protestants, this is the one that's going to persecute or be the mainstay of persecuting God's people. Ja. Die Protestanten werden die Vordergründigen sein, die Gottes Volk verführen und verfolgen lassen. Now, if you go down to Joel 1 and verse 8, what does it tell us to do? Und wenn wir jetzt runtergehen noch in Joel 1 Vers 8. Joel 1 Vers 8. Was sagt es uns in Joel 1 Vers 8? Will I read it? Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist wegen des Bräutigams ihrer Jugend. Okay, so why have we now got to get in sackcloth and ashes and wail?
Warum müssen wir jetzt mit Sacktuch und Asche bekleidet werden und weinen? Did the Lord send these against his people? Hat der Herr diese hier gegen sein Volk gesendet? So the Lord has now sent this punishment at midnight to wake God's people up, and here the illustration is he's weeping and howling in sackcloth and ashes. Also er sendet jetzt diese Mächte gegen sein eigenes Volk an Mitternacht und sie werden dann klagen in Sacktuch und Asche. Okay, I'll give you a parallel story. Okay, ich möchte euch eine parallele Geschichte dazu geben. Is the story of Esther the story about the Sunday law? Ist die Geschichte von Königin Esther die Geschichte über das Sonntagsgesetz? Yes, the answer is it's written very nicely and clearly in the spirit of prophecy. Ja, und das wird auch ganz klar so gesagt im Geist der Weissagung. So, in the book of Esther, Mordecai sees when Haman with Ahasuerus, they make this decree together. Und im Buch Esther haben wir Mordecai, der sieht, wie Haman und der König Ahasuerus dieses Dekret zusammen verabschieden. Oh, okay, let's go to Esther chapter 4 and verse 1 and see what Mordecai does when he hears about this decree. Gehen wir zu Esther 4, Vers 1 und schauen, was geschieht, als Mordecai erfährt, dass nun dieses Dekret gegen Gottes Volk erlassen wurde. Als nun Mordecai alles erfuhr, was geschehen war, da zerriss Mordecai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche und ging in die Stadt hinein und klagte laut und bitterlich. Okay, is he doing the same thing as what they've been told to do in the book of Joel? Also er tut genau das Gleiche, was auch in Joel gesagt wird über die Jungfrauen, was sie tun sollen. Yes? Richtig? Klagen in Sack. Not to say yes, ja. Or not to say you disagree. Ja, nickt, wenn ihr mit einstimmt. If you disagree, then I want to show me. You should show me why you disagree, because it says it black and white. Wenn ihr nicht damit übereinstimmt, dann sagt mir warum, denn steht ja hier schwarz auf weiß. Okay, because remember, all the prophets are speaking about the end of the world. They're all teaching the same story. Erinnert euch daran, dass alle Propheten über das Ende der Welt sprechen. Sie alle sprechen von derselben Geschichte. But the Lord has wonderful promises. Aber der Herr hat wunderbare Verheißungen. Let's read Joel chapter 2 verses 20 to 25. Lesen wir Joel 2 Verse 20 bis 20 bis 25. Sondern ich will den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn verstoßen in ein dürres und wüstes Land. Seine Vorhut ins östliche Meer und seine Nachhut ins westliche Meer und sein Gestank soll aufsteigen und sein Verwesungsgeruch sich erheben, denn er hat groß getan. Fürchte dich nicht, o Land, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn die Auen der Steppe sollen grünen und die Bäume sollen ihre Früchte tragen, der Weinstock und der Feigenbaum, so viel sie nur können. Und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Frühregen in rechtem Maß und er lässt euch am ersten Tag Regengüsse herabkommen, Frühregen und Spätregen. Und die Tennen sollen voll Korn werden und die Keltern von Most und Öl überfließen. Und ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser, der Verwüster und der Nager verzehrt haben. Mein großes Kriegsheer, das ich gegen euch gesandt habe. So, first of all, he sends them against his people to punish them. Also erst sendet er sie gegen sein eigenes Volk, um sie zu bestrafen. But when you accept this punishment and you weep and howl in sackcloth and ashes, aber wenn man diese Bestrafung akzeptiert und dann weint und klagt in Sacktuch und Asche, okay, and confess our sins, und die Sünden bekennt, what's his promise he's going to do right here? Was ist dann seine Verheißung, was er tun wird hier? He says he's going to remove the northern army. Er sagt, er wird den von Norden kommenden entfernen. He says he's going to give us both the former and the latter rain in the time of the latter rain. Und er wird uns zur Zeit des Spätregens sowohl den Früh- als auch den Spätregen geben. Right, and he's going to
remove this army, he's going to restore all the things that this army has taken from us. Und er wird alles zurückerstatten, was diese Armee von uns genommen hat. Okay, so you see, the Lord has a purpose in doing this. It's to cleanse us, because right here is the temple cleansing. Der Herr hat eine Absicht damit, diese Dinge zu tun. Er möchte uns reinigen. Genau hier haben wir die Tempelreinigung. He says, I'm going to suddenly come to my temple, and who shall be able to stand? Er sagt, ich werde plötzlich zu meinem Tempel kommen, und wer wird bestehen? Okay, he's going to try us and purge us with fire. Er wird uns prüfen und läutern mit Feuer. So let's look at how he does this, right? Lass uns sehen, wie er das tut. Let's read this quote from 14 MR 91. Lasst uns dieses Zitat hier lesen von 14. Band der Manuscript Releases, Seite 91. Ein Götzensabbat wurde aufgerichtet, wie einst das goldene Standbild auf den Ebenen von Dura aufgerichtet wurde. Und so wie Nebukadnezar, der König von Babel, den Erlass ergingen ließ, dass all jene, welche nicht das goldene Standbild anbeten würden, getötet werden sollten, so wird verkündet werden, dass all jene, welche nicht die Sonntagsinstitutionen anerkennen, bestraft werden müssen mit Gefängnisstrafen und dem Tod. So wird der Sabbat des Herrn mit Füßen getreten werden. Doch der Herr hat bekannt gegeben, wehe den Gesetzgebern, die liederliche Gesetze erlassen, und den Schreibern, welche Plackereien schreiben. Der Herr der Himmel erlaubt es den Bewohnern der Erde zu wählen, wen sie als Herrscher bevorzugen. Ich bitte alle, das 13. Kapitel der Offenbarung zu lesen, denn es betrifft jedes menschliche Werkzeug, groß und klein. Jeder Mensch muss seinen Standpunkt einnehmen, für den wahrhaftigen, lebendigen Gott, welcher der Welt das Zeugnis der Schöpfung in Form des siebenten Tags Sabbats hinterlassen hat, oder dem falschen Sabbat, der durch Menschen eingesetzt wurde. Welche sich über alles erheben, was Gott genannt wird oder was Anbetung erhält, jene, welche sich die Charaktereigenschaften Satans zu eigen gemacht haben und die treuen und wahrhaftigen Anbeter, welche die Gebote Gottes halten, unterdrücken. Diese verfolgende Macht wird jedem Menschen die Anbetung des Tieres aufzwingen, indem es auf die Anbetung des falschen Sabbats besteht, welchen sie eingesetzt hat. So wird es Gott lästern und im Tempel Gottes sitzen und sich selbst als Gott ausgeben. Okay. So the golden image on the plains of Dura is typifying the Sunday law. Also das goldene Standbild auf der Ebene von Dura ist ein Typus auf das Sonntagsgesetz. What happened to Shadrach, Meshach and Abednego at the golden statue? Was geschah mit Shadrach, Meshach und Abednego dort bei dem Standbild? Ah, they were thrown into the fire, right? Ja, sie wurden in das Feuer geworfen. And who came and saved them? Und wer ist gekommen und hat sie gerettet? Okay, they believed the promise, right? Ja, sie haben der Verheißung geglaubt. Which promise did they believe in? Welcher Verheißung haben sie geglaubt? Go to Isaiah 43. Geht zu Jesaja 43. And we'll read verses 1 and 2. Jesaja 43, 1 und 2. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geliebt hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Okay. This is this promise that they claimed and they believed in, and therefore the Lord delivered them. Das ist die Verheißung, die sie in Anspruch genommen haben, und der Herr hat sie befreit. See, you're saved by grace through faith. Du wirst gerettet durch Gnade im Glauben. There's a quote, Christ Object Lessons 412 says that at midnight it will be seen if there's any real faith in the promises of God. Und in Christi Gleichnisse Seite 406 schreibt Ellen White, dass an Mitternacht sich zeigen wird, ob da ein wirklicher Glaube in die Verheißungen Gottes besteht. And midnight right there is the crisis this month.
Und Mitternacht wird dort als diese Krise beschrieben, die kommt. Okay, so when this crisis comes, we're going to be tested whether or not we believe those promises. Das heißt, wenn Mitternacht kommt, werden wir getestet, ob wir diesen Verheißungen glauben. So in this quote that we read there, she says she likens this golden statue to Revelation 13. Und in dem Zitat, was wir gerade gelesen haben, bezieht sie dieses goldene Standbild auch auf Offenbarung 13. So let's go to Revelation 13 verses 1 and 2. Also lass uns zu Offenbarung 13 gehen, in Vers 1 und 2. Offenbarung 13, Vers 1 und 2. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Köpfen ein Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, glich einem Panther, und seine Füße waren wie die eines Bären, und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Okay, so, where is John in prophetic history? Wo befindet sich hier Johannes in der prophetischen Geschichte? Okay, maybe I see we really have to do some studies on this, right? Wir müssen wirklich ein paar Studien hier machen. 538. No, he's standing 1798. Yeah, he's looking back and he's standing there. This papal beast has just been ruined for 1260 years. Also er steht im Jahr 1798 und er schaut zurück und dieses Tier hat jetzt für 1260 Jahre geherrscht. Okay, got any questions that we can sort that one afterwards, but John sees this papal beast, right, rising up. He's been shown how it brings him all the way down to 1798, where it receives its deadly wound. Also wir können Fragen dazu noch später erklären, aber im Prinzip wird ihm hier gezeigt, wie dieses Tier herrscht, und er wird gebracht bis zu dem Punkt, wo es die tödliche Wunde erhält. This beast, Sister White says very clearly, is the papacy. Und Ellen White sagt auch ganz klar, dass dieses Tier hier das Papsttum ist. But how many beasts do we see there? Aber wie viele Tiere sehen wir dort wirklich? Two. Two? What? You're this German Bibles. You need to. No. I think they think the dragon and this. Okay, right. Let's go through it. Right. In verse 2, it says, also lasst uns da durchgehen. Vers 2. The beast which I saw was like unto a leopard. Also there's one. Das Tier, das ich sah, gleich einem Panther. Dann das erste. It had the feet of a bear. There's two. Es hat die Füße wie eines Bären. Das ist zwei. Had the mouth of a lion. There's three. Rachen wie ein Löwe. Das ist drei. And who gave him his power, seat and great authority? Und wer gab ihm Kraft, Thron und Vollmacht? The dragon. Der Drache. Who is the dragon in this history? Wer ist der Drache in dieser Geschichte? Rome. Pagan Rome. Ja, das right? heidnische Rom. So you have there, right? You have, let's see, the lion is Babylon. Also der Löwe ist Babylon. The bear is Medo-Persia. Der Bär ist Medo-Persien. The leopard is Greece. Der Panther ist Griechenland. And the dragon was pagan Rome. Und der Drache war das heidnische Rom. How many beasts is that? Wie viele Tiere sind das? Four, right? Vier. And they're coming out of the what? Und woraus kommen sie? Wo kommen sie hervor? Von was? Out of the sea, right? Sie kommen aus dem Meer. Now, this next quote will just confirm that in that time period, the dragon represented pagan Rome. Jetzt im nächsten Zitat können wir lesen, dass der Drache hier das heidnische Rom darstellt. Großer Kampf 439. Die prophetische Kette, in der wir diesen Sinnbildern begegnen, beginnt in Offenbarung 12 mit dem Drachen, der Christus bei seiner Geburt umzubringen versuchte. Der Drache ist Satan. Dieser veranlasste Herodes, den Heiland zu töten. Sein hauptsächliches Werkzeug, um in den ersten Jahrhunderten des christlichen Zeitalters Christus und sein Volk zu bekriegen, war das Römische Reich mit seiner vorwiegend heidnischen Religion. Während daher der Drache in erster Linie Satan darstellt, so versinnbildet er andererseits das heidnische Rom.
Okay? And the reason why it's represented by pagan Rome is because they are the world state power at that time. Und der Grund, weshalb das heidnische Rom durch den Drachen dargestellt ist, ist, weil das heidnische Rom damals diese Weltmacht war. Because Testimony to Ministers 38 says that kings, rulers and governors represent the dragon. Denn in Testimonies to Ministers, Seite 38, sagt Ellen White, dass Könige, Herrschende und Regierende den Drachen darstellen. Okay, this is why in Revelation 12 you have this papal beast here represented by the dragon. You don't see the woman there, you just see the dragon. Und deswegen haben wir in Offenbarung 12 das Tier des Papsttums dargestellt durch den Drachen. Say that again. That's why in Revelation 12, right, during the wilderness period for 1260 years, you have the dragon represented. You don't see the papacy there. Also wenn man von den 1260 Jahren liest, diese Wüste in Offenbarung 12, spricht es nicht vom Papsttum, sondern es spricht davon, dass der Drache die Frau verfolgt. But the papacy is not the dragon. Aber das Papsttum ist nicht der Drache. Go to Revelation 17 and verse 3. Geht zu Offenbarung 17, Vers 3. Offenbarung 17, Vers 3. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Name der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Okay, so John is taken where? Also wohin wird Johannes hier gebracht? And what's the wilderness? In die Wüste. Und was ist die Wüste? Revelation 12, 6 and 14 tells us that's the 1260 year period. Ja, die 1260 Jahre. Offenbarung 12, Vers 6 und 14. And what does he see happening during that period? Und was sieht er jetzt in dieser Zeitperiode der Wüste? What does he see? What's symbolized there? Was ist dort dargestellt? The woman is sitting on the dragon. Ja, die Frau sitzt auf dem Drachen drauf. Is the woman the dragon? Ist die Frau der Drache? No. Nein. The dragon is the state power. Nein, der Drache ist die Staatsmacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kingdoms. 7 Königreiche. Right. Beginning with Clovis. Es begann mit König Chlodwig der Franken. A king. Er war ein König. He's the dragon. Er ist der Drache. And he then manipulates, conquers, forces, and basically all these other 7 kingdoms then become the armies of the Pope. Und durch Manipulation, Kontrolle und Macht und Zwang bringt er diese anderen heidnischen Könige dazu, sich dem Papst zu unterstellen, katholisch zu werden. Look, she's sitting on this scarlet covered beast. Hier könnt ihr sehen, die Frau sitzt auf diesem scharlachroten Drachen. And this beast right here is this beast right here. Dieses Tier hier ist genau dasselbe Tier wie das da oben. It's scarlet covered, it's got 7 heads and 10 horns. Es ist rot, es hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Both there and in Revelation 12. Sowohl in Offenbarung 17 als auch in Offenbarung 12. So, the papacy was conquering and controlling because she controlled the state power. Also das Papsttum hat erobert und hat Kontrolle ausgeübt über die Staatsmächte. But the beast that's persecuting is the dragon. Aber das Tier, das immer die Verfolgung durchführt, ist dann der Drache. It's the state power. Nämlich die Staatsmacht. Okay. Woman. Also hier Frau. Controlling or manipulating king. Kontrolliert oder manipuliert den König. Right. And this woman is manipulated by this woman behind the scenes. Right. Aber diese Frau wird wiederum kontrolliert durch die Frau hinter der Bühne. This right here is an image in German. Bild. Oh, is a image
of what you see in Revelation 17:3. Das heißt, das, was ihr hier seht, dann in unserer Zeit, ist ein Bild davon, was man bereits in Offenbarung 17, Vers 3 gesehen hat, während der 1260. Sister White says, if you want to understand the image of the beast, go back to the beast itself, see how it came to power and see how it ruled. Anne White sagt, wenn du das Bild des Tieres verstehen möchtest, dann geh zurück zum Tier und verstehe, wie es aufkam und wie es geherrscht hat damals. Because all the history is pointing to the end of the world. Denn all diese Geschichte weist voraus auf das Ende der Welt. And brothers and sisters, if we don't understand these topics, we're going to end up on the wrong side of the issue. Und Geschwister, wenn wir diese Themen nicht verstehen, dann werden wir am Ende auf der falschen Seite enden. So, very important, right? So, now, let's now read this next quote from Acts of the Apostles 585. Wir lesen das nächste Zitat von aus Wirken der Apostel, Seite 581. In der Offenbarung finden alle Bücher der Bibel ihren zusammenfassenden Abschluss. Sie ergänzt das Buch Daniel. Sorry, I did. What? Oh. Is it okay? Yeah. Okay. Just leave that off. Yeah. Okay, auf morgen. Wirken der Apostel. In der Offenbarung finden alle Bücher der Bibel ihren zusammenfassenden Abschluss. Sie ergänzt das Buch Daniel. Das eine ist eine Prophezeiung, das andere eine Offenbarung. Das Buch, das versiegelt wurde, ist nicht die Offenbarung, sondern der Teil der Prophezeiung Daniels, der sich auf die letzten Tage bezieht. Der Engel gebot, und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. So, how many books of the Bible meet in the Revelation? Also, wie viele Bücher der Bibel treffen sich in der Offenbarung? Some of them? Einige nur? No, it says all, right? Das heißt alle Bücher. And the book of Revelation is the book that's unfolded at the end of the world. Und das Buch Offenbarung ist das, was entfaltet wird am Ende der Welt. Gotta get this, brothers and sisters. Every single story in the Bible is speaking about the end of the world. Wir müssen das verstehen. Jede Geschichte in der Bibel spricht über das Ende der Welt. And it's your responsibility to understand what those symbols mean for us at the end of the world. Und es ist deine Verantwortung zu verstehen, was diese Symbole bedeuten für das Ende der Welt. So, if Daniel and Revelation is one book. Also wenn Daniel und Offenbarung ein Buch sind and they're both speaking about the end of the world, und beide sprechen über das Ende der Welt, let's now see the parallel to Revelation 13. Lasst uns nun die Parallele sehen zu Offenbarung 13. Let's read Daniel 7, verses 1 to 3. Und lasst uns dazu Daniel 7 lesen, Verse 1 bis 3. Im ersten Jahr Belsatzars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. So, how many beasts come up out of the sea? Wie viele Tiere kommen aus dem Meer? And which four are they? Es sind vier. Und welche vier sind das? It's the same four that came up in Revelation 13. Dieselben vier, die wir auch in Offenbarung 13 gesehen haben. Okay, the lion, the bear, the leopard, and this terrible beast with seven heads and ten horns. Der Löwe, der Bär, der Leopard oder Panther. Und dann dieses schreckliche Tier mit den zehn Hörnern. Okay, so the point I want us to see here is that when Daniel sees this, what is taking place? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, während Daniel das sieht, was geschieht auch noch? In Vers 2. In Vers 2.
The four winds are strident, right? Ja, die vier Winde brechen los. So when all the prophets are speaking about the end of the world, when are the four winds loosed? Jetzt, wenn alle Propheten über das Ende der Welt sprechen, wann werden die vier Winde losgelassen? At midnight, right? Am Mitternacht. So Daniel sees at midnight four winds being loosed, and he sees these four beasts coming out of the sea that were typified by the characteristics of the papacy. Also Daniel sieht an Mitternacht, wenn die vier Winde losgelassen werden, wie diese vier Tiere aufkommen, die alle vorausgeschattet wurden durch das Papsttum. Okay. Because the papacy represented in Revelation 13 is represented by these four beasts because it has all the characteristics of them. Denn das Papsttum in Offenbarung 13 wurde dargestellt durch alle diese vier Tiere, denn es besitzt alle Merkmale dieser vier Tiere. Because she's called spiritual Babylon. Denn das Papsttum wird das geistliche Babylon genannt. Okay, but on October 22nd, AD 44, what did the Protestant churches become? Und zu was wurden die protestantischen Gemeinden am 22. Oktober 1844? They became spiritual Babylon. Ja, auch sie wurden zum geistlichen Babylon. They became the daughters of the mother. Sie wurden jetzt zu den Töchtern der Mutter. Right? So Babylon at the end of the world is made up of not just the papacy, right? It's made up of three parts. Also am Ende der Welt ist Babylon nicht einfach nur das Papsttum. Es besteht aus drei Teilen. Okay. And the way that its wound is going to be healed is the same way that it came to power in history, right? Und die Art und Weise, wie die Wunde heilen wird, ist genau derselbe Prozess, wie das Papsttum schon das erste Mal zur Macht kam. Okay, so I have to rattle through these things quickly now. Let's go to Daniel 7 and verse 4. Also ich muss mich jetzt beeilen, schnell durch diese Dinge zu kommen. Gehen wir zu Daniel 7, Vers 4. Daniel 7, Vers 4. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. So this lion stands up on its feet all nice and proud. Its wings are plucked from it and it's given a man's heart. Also dieser Löwe stellt sich ganz toll aufrecht hin. Seine Flügel werden ihm dann aber ausgerissen und ihm wird ein Menschenherz gegeben. Now we haven't got time to show this, but you can show in the Bible that the wings represent God's protection. Jetzt, man kann in der Bibel zeigen, dass diese Flügel Gottes Schutz darstellen. And when the United States removes the Constitution, it removes the protection that God has put upon it. Und wenn wir jetzt an die Vereinigten Staaten denken, dann wird ihr Schutz weggenommen, wenn sie ihre Verfassung ändern. So, let's see what this standing up with this man's heart represents. Also lasst uns schauen, was das bedeutet, wenn man aufsteht und dieses Menschenherz bekommt. Okay, let's look, go to Daniel chapter 4 and verse 30. Und dazu lesen wir in Daniel 4, Vers 30. In Deutsch ist Vers 27, okay. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? So, what is he saying right there? Was sagt er hier? Is he lifting himself up with all pride? Erhebt er sich hier in lauter Stolz? Yes, no? Ja oder nein? Okay, right. So, let's read from Education 175. Lesen wir aus dem Buch Erziehung, im Englischen Seite 175. Doch der König versagte darin, die Macht zu erkennen, die ihn aufgerichtet hatte. Nebukadnezar im Stolze seines Herzens sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? So, pride, right? This is the first abomination. Also erinnert euch, Stolz ist der erste Greuel. Okay, now let's read Obadiah chapter 1 and verse 3. Lesen wir Obadiah Kapitel 1 Vers 3.
Der Hochmut deines Herzens hat dich verführt, weil du an Felshängen wohnst, in der Höhe thronst und in deinem Herzen sprichst: Wer wird mich zur Erde hinunterstoßen? So what does pride do? Also was macht Hochmut und Stolz? What does pride do? Was tut Stolz? Says it right there. Sagt es uns hier. The pride deceives you. Es verführt dich. Okay, second witness, go to Jeremiah 17 and verse 9. Noch ein Zeuge, Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Okay, the heart is deceitful. Das Herz ist trügerisch, okay, oder verführerisch. This is our heart, a man's heart. Ja, das ist, was unser Herz ist, das menschliche Herz. So when this lion stands up all nice and proud, it now has a heart that's deceiving him. Also wenn dieser Löwe aufsteht und dieses menschliche Herz bekommt, dann ist es ein Herz, das ihn jetzt verführt. Because it's his pride. Denn es ist sein Stolz. His pride is deceiving him. Sein Stolz verführt ihn. Okay. Now we're going to miss the next quote. I've made that point. So the point I'm making is that I'm saying that these four kingdoms are parallel in these four insects and four kings that is happening right here at midnight. Also den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass diese vier Königreiche parallel sind zu diesen vier Schritten hier, die wir uns angeschaut haben, und dass sie dann auch alle hier aufkommen werden und sich dort wiederfinden. So at midnight, when the four winds are loosed, this statue is going to rise to power, and these four abominations, right, that's represented by this statue, is going to test us. Also an Mitternacht, wenn die vier Winde losgelassen werden, dann wird dieses Standbild aufkommen, und das ist eine andere Darstellung davon, wie uns diese vier Gräuel an Mitternacht testen werden. Because this is the image of the beast. Denn das ist das Bild des Tieres. Okay. We just read it in Revelation 13. Wir haben es gerade gelesen, Offenbarung 13. We read the quote that says on the plains of Judah the golden statue was likened back to Revelation 13. Wir haben gelesen, dass dieses goldene Standbild, das auf der Ebene von Dura aufgerichtet wurde, mit Offenbarung 13 verglichen wurde. And in Revelation 13 you have all four creatures that are represented, these four kingdoms. Und in Offenbarung 13 hat man alle vier Tiere, die dargestellt werden durch diese vier Königreiche. And they're rising out of the sea. Und sie kommen aus dem Meer herauf. Same as in Daniel chapter 7 when the four winds are loosed. Genau dasselbe wie in Daniel 7, wo die vier Winde losbrechen. Line upon line, brothers and sisters. Linie auf Linie, Geschwister. All the prophets are speaking about the end of the world. Alle Geschichten sprechen über das Ende der Welt. We've got to remove this false education that we've been programmed in how we think. Wir müssen diese falsche Erziehung loswerden, die in uns hinein programmiert wurde. Okay, so darüber, wie wir denken sollen. So the first one, pride, right? Also das erste haben wir gesehen, das erste Gräuel war Stolz, genau das, was wir auch in Babylon mit Nebukadnezar gesehen haben, im ersten der vier Tiere. Let's go to Daniel chapter 7 and verse 5. Gehen wir zu Daniel 7, Vers 5, zu dem zweiten Tier. Und siehe, das andere zweite Tier glich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch. So the bear represents Medo-Persia, right? The next kingdom. Also der Bär ist Medo-Persien. And it has three ribs in its mouth. Und er hat hier drei Rippen in seinem Maul. But these three ribs say to the bear, arise and devour much flesh. Und im Deutschen kommt das nicht so raus, aber im Englischen heißt es, dass sie, also diese Rippen, zum Bär sprechen: Steh auf, friss viel Fleisch. Okay, so what's a rib in Bible prophecy? Okay. Was ist eine Rippe in der biblischen Prophetie? Eine Frau. It's a woman, right? Ja, eine Rippe stellt eine Frau dar. Okay, in the book of Genesis, a rib was taken from the man
And from the rib he made a woman. Richtig, in 1. Mose 1, da wurde eine Rippe genommen von dem Mann und aus der Rippe wurde eine Frau. Okay, and a woman is doctrine, right? It's a church, it's an ideology. Und eine Frau stellt religiöse Lehre dar, es ist eine Ideologie. So the bear, right, the bear has these three ribs, these three ideologies in its mouth. Also der Bär hat diese drei Ideologien in seinem Maul. Okay. Okay, how does a nation speak? Wie spricht eine Nation? Sister White tells us. Ja, Schwester White sagt uns through laws. Okay, through the judicial and legislative power. Ja, durch die gesetzgebende und durch die legislative und die judikative. But who speaks to who? Aber wer spricht da genau zu wem? Wer sagt wem, was er tun soll? Who told Haman to set up the gallows to destroy the Jews? In der Geschichte von Esther, wer hat Haman gesagt, diesen Galgen aufzustellen, um Mordecai aufzuhängen? It's his wife. Ja, seine Frau hat Haman gesagt, dass er den Galgen aufstellen soll. Zeresh, right? Seine Frau Zeresh. So the church told the state to destroy God's people, right? Das heißt, die Kirche sagt dem Staat, Gottes Volk umzubringen. Did Jezebel send out a decree to murder, tell him to kill Elijah? Hat Isabel ein Dekret ausgesendet, um Ahab zu sagen, dass er Elia töten soll? Did she deceitfully use her to murder John the Baptist? Hat Herodes auf verführerische Weise ihre Tochter Salome benutzt, um Herodes zu verführen? Herodias. Herodias, ja, meine ich. So, who's speaking to who? Who's the one that's in control? Also, wer spricht hier immer zu wem? Wer ist in Kontrolle? The women. Die Frau ist in Kontrolle. The church. Die Gemeinde ist, also die Kirche ist in Kontrolle. Okay, so at the end of the world you have three ideologies. You have Protestantism, Catholicism and Spiritualism. Und am Ende der Welt hat man drei Ideologien. Man hat Protestantismus, Katholizismus und Spiritismus. Okay, Protestantismus, false prophet, Catholicism, papacy and Spiritualism, the dragon. Also der Protestantismus, das ist der falsche Prophet. Der Katholizismus, das ist das Tier, das Papsttum. Und der Spiritismus ist die Ideologie des Drachen, die ist die Drachenmacht, der zehn Könige. Okay, now, a lot of things I want to go through there, but very quickly, right, it says that the three ribs, or these three ideologies, say to the bear, arise and devour much flesh. Also, diese drei Rippen oder Ideologien sagen also dem Bären, steh auf und friss viel Fleisch. Okay, but let's look, go to 1 Peter chapter 5 and verse 8. Aber schaut in 1. Petrus 5, Vers 8. Dort heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. So, it mentions that Satan is like a lion looking to whom he may devour. Also, Satan wird hier gesagt, er ist wie ein Löwe, der verschlingen möchte. But I'm going to show you in Bible prophecy that this kingdom and this kingdom, it's the same kingdom. Ich möchte euch zeigen, dass in der biblischen Prophetie die ersten beiden Königreiche ein Königreich sind. Okay, very quickly, United States, 10 Kings, Threefold Union. Also, ich zeige es hier, die beiden sozusagen stellen die Vereinigten Staaten dar, dann hat man die 10 Könige und dann das Papsttum. United States, two horns, right? Two pastors. Und die erste Logik dazu ist, dass die Vereinigten Staaten das Tier sind mit zwei Hörnern, also durch zwei Mächte dargestellt sind. Okay. And read Proverbs chapter 28 and verse 15. Okay, lesen wir Sprüche 28, Vers 15, um zu sehen, dass die ersten beiden, also Löwe und Bär, eins sind. Wie ein brüllender Löwe und ein gieriger Bär, so ist ein gottloser Herrscher gegen das geringe Volk. Okay, ties the bear and the lion together. Also es verknüpft hier den Löwen und den Bären. Now, we don't have time to read it, but if you go to the story of David and Goliath, right, David
does the exact same thing. He talks about the lion and the bear as one beast. Jetzt, wenn ihr, wir haben jetzt keine Zeit, das zu lesen, aber wenn ihr die Geschichte von David und Goliath lest, dort geschieht genau dasselbe und er beschreibt den Löwen und den Bären als ein Tier. Okay, let's read Great Controversy 561. Lasst uns hier das Zitat lesen aus Großen Kampf, Seite 563. Grundlage zu seinem Werk wurde bereits durch die der Eva im Paradies gegebene Versicherung gelegt. Ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Welches Tages ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Nach und nach hat er die Vorbereitungen für sein Meisterstück des Betruges in der Entwicklung des Spiritismus getroffen. Er hat sein Ziel noch nicht völlig erreicht. Seine Bemühungen werden aber in der allerletzten Zeit von Erfolg gekrönt sein. Der Prophet sagt, und ich sah drei unreine Geister, gleich den Fröschen, denn es sind Geister der Teufel, die tun Zeichen und gehen aus zu den Königen auf dem ganzen Kreis der Welt. Und sie versammeln, sie zu versammeln in den Streit auf jenen großen Tag Gottes. Mit Ausnahme derer, die durch die Macht Gottes im Glauben an sein Wort bewahrt bleiben, wird die ganze Welt diesem Blendwerk in die Arme getrieben werden. Die Menschen werden in eine gefährliche Sicherheit eingelullt und erst durch die Ausgießung des Zornes Gottes aufgeweckt. So, Satan is planning through these three powers this last masterpiece of deception. Also Satan plant sein letztes Meisterstück der Verführung durch diese drei Mächte. And it likens these three frogs to the dragon, the beast and the false prophet. Und es vergleicht dann diese drei Frösche zu dem falschen Propheten, dem Tier und dem Drachen. Because it's from Revelation 16, if you read it, it mentions those three as these three frogs. Das könnt ihr sehen, wenn ihr in Offenbarung 16 alle Verse dazu lest. Okay, so it's talking about deceptions that's done through spiritualism. Also es geht hier um Verführungen, die durch den Spiritismus getan werden. And those deceptions are going to come through a false message. Und diese Verführungen kommen durch eine falsche Botschaft. Hence the bear has in its mouth this false message. Deswegen hat der Bär in seinem Maul diese falschen Botschaften. Okay, if you believe that message, you're going to be devoured by that message. Und wenn du diesen falschen Botschaften glaubst, dann wirst du durch diese falsche Botschaft gefressen oder verschlungen werden. Okay. Now, okay, we've not got any time to. I want to jump forward now. Go to. In fact, just to confirm now. So, can we see that the head, this lion, is represented pride. The bear represents a message of spiritualism. Also, können wir sehen, dass der Löwe hier Stolz darstellt, das erste Gräuel, und dass der Bär eine Botschaft des Spiritismus okay. darstellt, das zweite Gräuel. These three women, or these three ribs in its mouth, are these three frogs in Revelation 16. Denn diese drei Rippen in seinem Mund sind diese drei Geister, diese drei Frösche aus Offenbarung 16. Okay, so let's go to the next one. Ausgehen und zu verführen durch Spiritismus. Go to Daniel chapter 7 and verse 6. Okay, geh zu Daniel 7, Vers 6 und wir schauen uns das dritte Tier an. Danach schaute ich weiter und siehe ein anderes wie ein Panther. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Auch vier Köpfe hatte dieses Tier und ihm wurde Herrschaft verliehen. So this is representing Greece. Das hier spricht jetzt von Griechenland. So let's go to Acts chapter 17. Gehen wir dazu zu Apostelgeschichte 17. Verses 16 to 21. Verse 16 bis 21. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der epikureischen und auch der stoischen Philosophen maßen sich mit ihm. Und manche sprachen, was will dieser Schwätzer wohl sagen?
Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopag und sprachen: Können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gern die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Okay, so where are they? They're in Athens, right? Also wo sind sie? In Athen. And Athens is in Greece. Und Athen ist in Griechenland. And what is it that they, what is it that's been represented here in this theme? Und was ist das Thema, was hier dargestellt wird? Sorry? The leopard. No. We understand that's what Greece is. Ja, ja, genau. Also wir sprechen über den Panther, über Griechenland. But what's the theme here that they're discussing? Aber welches Thema können wir hier über Griechenland lernen? Philosophy, genau, right? Genau, Philosophie. Greek philosophy. Diese griechische Philosophie. Okay, this is where we get our education from around the world, from Greek philosophy. Das ist, woher wir heute unser ganzes Bildungssystem herbekommen, von griechischer Philosophie. Okay, so now, what does that mean for us prophetically? Also was bedeutet das für uns prophetisch? Let's read this quote which we read yesterday, Great Controversy 583. Lasst uns das Zitat nochmal lesen, was wir gestern schon gelesen haben aus dem großen Kampf. Durch die Verachtung der Wahrheit verwerfen die Menschen deren Urheber. Indem sie das Gesetz Gottes mit Füßen treten, leugnen sie die Autorität des Gesetzgebers. Es ist ebenso leicht, sich einen Götzen aus falschen Lehren und Theorien zu errichten, wie ein Götzenbild aus Holz oder Stein zu formen. Durch Satans lügenhafte Darstellung der Eigenschaften Gottes machen sich die Menschen einen falschen Begriff vom Wesen ihres Schöpfers. Von vielen wird ein philosophischer Götze anstelle Gottes des Allerhöchsten auf den Thron erhoben. Und der lebendige Gott, wie er in seinem Wort, in Christus und in seinen Schöpfungswerken offenbart ist, wird nur von wenigen verehrt. Tausende vergöttern die Natur, während sie den Gott der Natur leugnen. Obwohl sich die Form gewandelt hat, so besteht doch der Götzendienst in der heutigen christlichen Welt ebenso wirklich, wie er im alten Israel in den Tagen Elias ausgeübt wurde. Okay, we can stop there, right? So, philosophical idol. Also philosophische Götzen. So, false doctrine is philosophy. Falsche Lehre ist Philosophie. It's a false message. Ist eine falsche Botschaft. Right? So, now let's look at how what this philosophy is linked to at the end of the world. Lass uns sehen, womit diese falsche Philosophie verknüpft wird am Ende der Welt. Now we're going to read from Four Biography, page 402. Wir lesen hier aus der Biografie vierter Band der Biografie, ist jetzt nicht von Ellen White geschrieben, findet man aber auf der Ellen White CD-ROM, Seite 402. Is her son that wrote. Ja, ihr Sohn hat diese Biografie über Ellen White geschrieben. Nur durch die Offenbarungen Gottes konnte Ellen White wissen, dass sie mit pantheistischen Lehren konfrontiert werden würde, welche auf der Generalkonferenz präsentiert wurden. Sie wurde vom Herrn geführt, im Vorfeld bereits einen Artikel mit dem Namen Die wahre Beziehung zwischen Gott und der Natur zu schreiben. Bei der Dienstagmorgensversammlung am 21. Februar, während in der Sitzung die Gesundheitsbotschaft diskutiert wurde, gab Dr. Kellogg bekannt, dass er sich glücklich schätzen würde, den Standpunkt von Dr. E.G. Wagoner und W.W. Prescott zum Thema gesundes Leben zu hören, denn beide hatten interessante und hilfreiche Reden im Sanatorium gehalten. Als Wagoner anfing zu sprechen, tat er dies in einem Rahmenwerk, das der pantheistischen Philosophie gleich war, welche offensichtlich zumindest von einem Teil der Zuhörer Unterstützung erhielt. Einige Tage später erreichte diese Nachricht Ellen White, welche dann am 4. März am Sabbatnachmittag in der Sitzung vorgelesen wurde. So, Pantheism, who was responsible for this ideology? Wer war verantwortlich hier für diese Ideologie des Pantheismus? That came into our church. Diese Ideologie des Pantheismus, die in unsere Gemeinde kam.
Kellogg, right? Ja, das war Kellogg. It was the Omega apostasy. The Alpha apostasy. Excuse me. Das war dieser Alpha-Abfall, von dem Ellen White spricht. And Christ is the Alpha and the Omega, right? Und Christus ist das Alpha und das Omega. He demonstrates the end by the beginning. Er stellt das Ende schon durch den Anfang dar. So the Alpha apostasy is teaching us what's coming at the end of the world. Also der Alpha-Abfall lehrt uns über das, was am Ende der Welt kommen wird. So this false message, what sort of philosophy is it? Also diese Botschaft, die kommen wird, was für eine Art von Philosophie ist es? Pantheism, yes, right? Pantheismus. It's the Omega. Das ist das Omega. This is this message that's been warned about, that's coming at the end of the world. Das ist die Botschaft, von der uns gewarnt wurde, dass sie am Ende der Welt kommen würde. And it's been represented by this Greek philosophy that is leading to pantheism, this false message that's going to come in amongst us at the end of the world. Und es wird dargestellt durch diese griechische Philosophie, dieser Pantheismus, dieser Glaube in die Natur. Okay, let's read Acts of the Apostles 4:74. Lasst uns Wirken der Apostel, Seite 469, lesen. Die Warnungen des Wortes Gottes vor den Gefahren, die der christlichen Gemeinde von allen Seiten drohten, gelten auch für uns heute. So wie in den Tagen der Apostel Männer versuchten, den Glauben an die Heilige Schrift durch Überlieferungen und Philosophie zu untergraben, so versucht in unserer Zeit der Feind der Gerechtigkeit durch gefällige Gedankengänge der höheren Kritik, der Entwicklungstheorie, des Spiritualismus, der Theosophie und des Pantheismus Menschen auf verbotene Pfade zu locken. Vielen ist die Bibel wie eine Lampe ohne Öl, weil sie sich spekulativen Anschauungen zugewandt haben, die zu Missverständnissen und Verwirrung führen. Durch die höhere Kritik, die alles zergliedert und zerpflückt und sich auf Mutmaßungen stützt, wird der Glaube an die Bibel als eine göttliche Offenbarung zerstört. Sie beraubt Gottes Wort der Kraft, das Leben des Menschen zu beherrschen, emporzuheben und zu begeistern. Durch den Spiritualismus werden viele gelehrt, Lustgewinn sei das höchste Gesetz, Zügellosigkeit sei Freiheit und jeder sei nur sich selbst verantwortlich. So, she takes philosophy and then she describes what it represents. Also sie nimmt hier Philosophie und beschreibt, was es repräsentiert. Higher criticism, nämlich höhere Kritik, Evolution, Spiritualism, Spiritualismus, Theosophie, and pantheism. Und Pantheismus. All those things are going to test us, right? Alle diese Dinge werden uns testen. Right here at midnight. Genau hier an Mitternacht. Okay, this is this false message, and just like Christ, you're going to be tested by Satan, by every word of God. Und genau so wie Christus wirst du von Satan getestet werden in Bezug auf jedes Wort Gottes. This is why we have to use this time we have to study to show ourselves approved unto God, a workman need not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Und deswegen müssen wir uns vor Gott als würdig erweisen, als jemand, der das Wort Gottes recht teilt. Okay, so we have Spiritualism, or should I say pride. Also wir haben gesehen, das erste Gräuel Stolz war auch hier in Babylon repräsentiert. Spiritualism. Dann hatten wir Spiritismus. And now the false message represented by this philosophy. Und jetzt haben wir die falsche Botschaft dargestellt durch diese Philosophie. So the last one now is represented by two kingdoms, church and state. Das letzte Reich wird dargestellt durch zwei Mächte, nämlich Staat und Kirche. And the fourth abomination is the worshiping of the sun. Und was ist das vierte Gräuel? Die Anbetung der Sonne. And in order to worship the sun, church and state have to come together. Und damit die Sonnenanbetung stattfinden kann, muss Staat und Kirche zusammenkommen. Okay, let's go now. Let's see Daniel 7, verses 7 and 8. Gehen wir dazu zu Daniel 7, Vers 7 und 8.
Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf. Und 3 der vorherigen Hörner wurde vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Okay, so here you have this fourth kingdom, and it's represented both pagan and people Rome. Also hier haben wir das letzte vierte Reich und es stellt sowohl das heidnische als auch das päpstliche Rom dar. And the very last thing represented is a mouth that's speaking great things. Und das letzte, was wir hier sehen, ist dieses Maul, das große Dinge redet. Now, there's many things that I would like to talk about here, but I'm pretty much out of time. Also es gibt viel, was ich eigentlich dazu gern sagen würde, aber ich bin praktisch über der Zeit. So we're just going to close now and just going to basically finish with these last two quotes, because I haven't got time to explain a lot of details that I wanted to. Und wir werden hier mit 2 Zitaten abschließen. Aus dem 15. Band der Manuscript Releases, Seite 15. Der Herr hat mir klar gezeigt, dass das Bild des Tieres geformt wird, noch bevor die Gnadenzeit zu Ende geht. Denn es ist der große Test für das Volk Gottes, durch welches ihr ewiges Schicksal entschieden werden wird. Dein Standpunkt ist ein Berg voller Ungereimtheiten, durch welchen nur wenige getäuscht werden. In Offenbarung 13 wird dieses Thema klar und deutlich präsentiert. Dies ist der Test, den das Volk Gottes haben muss, bevor sie versiegelt werden. All jene, welche ihre Treue Gott gegenüber beweisen, indem sie seine Gebote heilig halten und den falschen Sabbat ablehnen, werden sich unter dem Banner des Herrn sammeln und das Siegel des lebendigen Gottes erhalten. Diejenigen, welche die Wahrheit von himmlischer Herkunft ablehnen und den Sonntagssabbat akzeptieren, werden das Mahlzeichen des Tieres erhalten. Welche Notwendigkeit besteht darin, eine solch ernste Warnung zu geben, nicht das Mahlzeichen des Tieres zu erhalten, wenn alle Heiligen Gottes bereits versiegelt sind und ein Ticket für das neue Jerusalem haben? O Beständigkeit oder Konsistenz, du bist ein Juwel. Okay, so this beast, right, this image that's going to rise up there at midnight is going to test us by these four things. Also dieses Standbild, was aufgerichtet wird an Mitternacht, wird uns testen an diesen 4 Dingen, diesen 4 Gräueln. We must be on our knees and try with all our strength and the promises contained in the Bible to remove this out of our hearts. Wir müssen auf unseren Knien sein und mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln das hier aus unserem Herzen rausbekommt, den Stolz. This is the key. This is the seed that leads to these things right here. Das ist der Schlüssel. Das ist der Same, der dann zu all diesen nächsten Dingen führt. Christ says, "He that abases himself, I will exalt." Christus sagt, wer sich erniedrigt, den werde ich erhöhen. But he that exalts himself, I will abase. Aber wer sich erhöht, den werde ich erniedrigen. All comes back to this. Alles kommt hier zurück auf diesen Punkt. So let's close with this last quote. Also lasst uns hier mit dem letzten Zitat abschließen. From General Conference Daily Bulletin. Na, aus dem General Conference Daily Bulletin geschrieben seit 1899. Es sind dort Tausende und Abertausende, welche den Standard des weltlichen Sabbats tragen und das Abbild des Papsttums aufrichten, welches vom Menschen der Sünde eingesetzt wurde. Die Gemeinde betet das Bild des Tieres an, wie einst die Bewohner Babylons das goldene Standbild angebetet haben, welches von Nebukadnezar auf den Ebenen von Dura errichtet wurde. Die Gemeinde Gottes war gefangen in Babylon, in tiefster Versuchung und Demütigung. Die Herrlichkeit Gottes hatte Israel verlassen. Die Söhne und Töchter Judas waren in Gefangenschaft
und die heiligen Gefäße des Heiligtums wurden Eigentum des Verderbers. Ihr wunderschöner Tempel lag in Trümmern, und man hörte in den Klageliedern des Volkes: Ikabod, Ikabod, die Herrlichkeit Gottes hat Israel verlassen. Die förmlichen Verordnungen hatten den Platz Gottes eingenommen. Zeremonien und religiöse Rituale wurden verehrt, während Christus, das Fundament aller Zeremonien und Anbetungen, aus den Augen verloren gegangen war. Spricht das Wort: Gesegnet sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden den Herrn sehen. Trotz all der nachteiligen äußeren Umstände gab es unter den Gefangenen jene, welche in der Nacht ihrer Enttäuschung Lieder sangen. Der Herr hatte es gestattet, dass sie zerbrochen waren, bis sie in ihm das Zentrum ihrer Anziehung finden würden. Wenn sie ihre stolzen Herzen gedemütigt hätten und ihre Sünden bekannt hätten, so hätte der Herr ihre Verluste entschädigt. So what's the key there, right at the very end? Also was ist der Schlüssel hier genau am Ende? Stolz. You gotta humble your heart, right? Wir müssen unser Herz demütigen. So when Mordecai, right, saw the decree come right here, he perceived the decree. He understood what was happening right here. Als Mordecai sich hier befand, dort hat er wahrgenommen, dass dieses Dekret gekommen ist. Er hat es gesehen, er hat verstanden, was dort geschehen ist. He understood what was taking place. Er hat verstanden, was stattfand. He understood the promises contained in Leviticus 26. Er hat die in 3. Mose 26 enthaltenen Verheißungen verstanden. That if we would confess our sins and the sins of our fathers, that the Lord would remember his covenant. Dass wenn wir unsere Sünden bekennen und die Sünden unserer Väter, dann wird der Herr an seinen Bund gedenken. And right here the third angel's message comes to us. Und genau hier kommt die dritte Engelsbotschaft zu uns. And you've got to eat it. Und du musst sie essen. And when the Holy Spirit comes, he does what? Und wenn der Heilige Geist kommt, was tut er? First thing. Was ist das Erste, was er tut? He convicts us. He convicts us of our sin. Ja, er überführt uns von Sünde. And so what do you have to do? Also was muss man denn genau dort tun? What did Isaiah say about himself when he saw the glory of the Lord? Was hat Jesaja über sich selbst gesagt, als er die Herrlichkeit des Herrn sah? He said, "Woe is me." Er hat gesagt, wehe mir. Holy, holy, holy. Heilig, heilig, heilig. Okay. These three steps right here. Diese drei Schritte genau hier. He confessed his sins and his lips were purged. His sin was purged, just like in Jesaja Kapitel 6. Er hat seine Sünden bekannt und dann wurden seine Sünden ausgelöscht, ausgetilgt. So in God's mercy, he's going to bring this upon us at midnight to purge us and purify us. Das heißt, in seiner Gnade bringt Gott dieses Standbild, diese vier Dinge über uns, um uns zu reinigen. So we must use this time now to familiarize ourselves with the promises. Das heißt, wir müssen die Zeit jetzt nutzen, um uns mit den Verheißungen vertraut zu machen. And understand each one of those things there, because they're going to test us. Und dass wir jeden einzelnen Aspekt dieser vier Schritte verstehen, denn sie werden uns dann testen. Okay. It's not going to be a nice experience. Das wird keine schöne Erfahrung werden. Shall we close with a word of prayer? Sollen wir mit einem Gebet abschließen? Dear Heavenly Father, lieber himmlischer Vater, we want to thank you for the way that you lay out your word. Wir wollen dir danken für die Art und Weise, wie du uns dein Wort auslegst. We want to ask, Lord, that you would help us to remove all our preconceived ideas. Und wir wollen bitten, Herr, dass du uns hilfst, unsere voreingenommenen Ideen loszuwerden. They would really come to you on our knees like little children. Dass wir auf unseren Knien vor dich kommen wie kleine Kinder. And open our hearts and to be ready to be taught of thee, Lord. Dass wir unsere Herzen öffnen, um von dir gelehrt zu werden, Herr. That we might truly understand the secrets that have been hidden since the foundation of the world. Dass wir wirklich die verborgenen Dinge verstehen mögen, die seit der Grundlegung
der Welt verborgen sind. That we might truly know thee, the only true God in Jesus Christ whom thou hast sent. Dass wir wirklich dich erkennen mögen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Dear Father, soon we know that midnight is going to be soon upon us. Wir wissen, Herr, dass Mitternacht uns kurz bevorsteht. And we're not ready. Und wir sind nicht bereit. And I pray that you give us more time. Und ich bitte, dass du uns mehr Zeit gibst. And I pray that we will use that time very wisely. Und ich bitte, dass wir diese Zeit wirklich klug nutzen mögen. That you would convict each one of us here to utilize every spare piece of time to understand these things. Und dass jeder von uns hier jede Zeit, die er bekommen kann, nutzen möge, um diese Dinge sich zu eigen zu machen. And may it all be for your glory, Lord. Und möge es alles zu deiner Ehre sein, Herr. And we ask this in the name of Jesus. Und wir bitten dies in Jesu Namen. Amen. Amen.